guter Verkehrsfluss ist auf Autobahnen das A und O. Übersteigt der Verkehr die Kapazität vorhandener Fahrstreifen, entstehen Stau und stockender Verkehr mit Folgen für Mensch und Umwelt. Diesem Problem zu begegnen, ohne weitere Flächen durch Autobahnausbau zu versiegeln, steckt in der Idee der Managed Lane. Managed Lanes sind für uns ein sehr interessantes Werkzeug, wie wir die Infrastruktur auf unseren vorhandenen Autobahnen effizienter nutzen können. Indem wir für bestimmte Nutzergruppen mehr Kapazität bereitstellen, können wir zum Beispiel Fahrgemeinschaften, emissionsarme Fahrzeuge und öffentlichen Verkehr auf Autobahnen fördern. Wir hoffen uns damit weniger Stau auf Autobahnen und noch positive Auswirkungen auf die Umwelt. Im Zuge der IAA Mobility können wir ein System wie eine Managed Lane zum ersten Mal auf einer deutschen Autobahn in einem Realtest ausprobieren. Wir werden diesen Verkehrsbesuch später auch evaluieren. Die sogenannte Blue Lane wurde im Rahmen der IAA Mobility von verschiedenen Partnern geplant. Als Verbindung der Messe mit der Innenstadt gedacht, ist sie für alle Fahrzeuge mit mehr als 3 Personen, für Taxis, Busse und für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen nutzbar. Entlang der A94 wird sie durch eine zeitlich befristete Umnutzung des Seitenstreifens realisiert. Rund 3 Wochen hat die Errichtung der temporären Managed Lane gedauert. Insgesamt zeigen 14 LED-Tafeln entlang der A94 an, ob der zusätzliche Fahrstreifen genutzt werden darf und mit welchen Fahrzeugen. Zur Steuerung und Überwachung wurden umfangreiche Telematiksysteme und Kameras installiert und Markierungen geklebt. Überwachung und Steuerung der Blue Lane ist für uns aus Sicherheitsgründen unerlässlich. Denn wir müssen sicherstellen, dass der Seitenstreifen zu jedem Zeitpunkt frei von Hindernissen ist, wie zum Beispiel Pannenfahrzeugen. Zudem erhoffen wir uns interessante Erkenntnisse über die Nutzung der Blue Lane. Das vorrangige Ziel der Managed Lane ist, Fahrgemeinschaften zu fördern und damit das starke Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen zu reduzieren. Wir werden den Verkehrsversuch von verschiedenen Hochschulen und Universitäten wissenschaftlich begleiten lassen. Am Realtest der Blue Lane in München sind neben der Autobahn GmbH des Bundes, das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, die Landeshauptstadt München und die Messe München GmbH gemeinsam mit dem VDA maßgeblich beteiligt. Dank des Verkehrsversuchs könnten Managed Lanes mittelfristig dort angewandt werden, wo das Problem überlasteter Autobahnen bisher nur durch umfangreiche, langfristige Ausbaumaßnahmen gelöst werden konnte.